schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Oh, ho, ho. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Eda, Captain. Kleines Bier mit dem ersten Offizier. Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gut aussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Nee, ich muss mich auf deine Freunde konzentrieren. Nettes Boot hast du hier. Wie bezahlt man sowas? Du weißt, dass man eine Lady nie nach Geld fragt. Okay. Ich kaufe mir nur bald selbst ein Boot und dachte, du hast vielleicht Tipps für mich. Sorry. Ich habe gerade ziemlich viel um die Ohren. Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ei, ei. Ach, wir spielen sie. Wetter ist gut. Das ist schön, Roboter. Was machen wir denn? Jetzt können wir die ganzen Sachen wieder ablaufen, die wir eben schon mit ihr ablaufen konnten, oder wie? Da wollte ich eigentlich nicht rein. Hallo? Können wir uns mit der jetzt auch das Bild nochmal angucken? Aber die kriegt jetzt keine Vorahnung oder sowas, ne? Nee, okay. Oder die Vorahnung gab es jetzt schon wegen ihm? Ich weiß es nicht. Hallo? Da ist was Rotes. Da. Das kann man aber offensichtlich nicht nehmen. Schade. Da ist auch nichts. Gucken wir mal. Ist das deiner? Nee, da war er doch drin, ne? Wo ist denn der? Oder schläft... Nee, hier war er drin. Wie läuft's? Umgehauen von einem Bier. Mann, ich bin eine Lusche. Hey, du bist im Urlaub. Übertreiben gehört dazu. Ich gründe jetzt den Club der Zurückhaltung. Bin schon Mitglied. Auf Lebenszeit. Hoffentlich amüsieren sich die Turteltauben da unten. Ich hoffe, sie wissen, was sie tun. In der Tiefe macht man keinen Blödsinn. Alex war nur albern. Seinen Tauchschein hat er aber mit Auszeichnung bestanden. Wo sind sie sonst noch getaucht? Bei der Buchung habe ich sie für Anfänger gehalten. Alex und Julia sind schon ganz oft getaucht. Ich bin noch Amateur, aber bereit. Ich muss wieder rauf. Dann bis später. Wieso musst du rauf? Da hinten blinkt was. Ja, dreh dich um. Warum behalte ich die bloß? Weil du eine Vorahnung bekommen hast, Baby. Warum, weiß ich nicht, aber es scheint wichtig zu sein. Brad, alles okay? Nein! Ja. Hallo? Da wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte eigentlich geradeaus, aber egal. Gehen wir erstmal wieder hoch. Sie hat ja gesagt, sie will ja wieder hoch. So, das ist mein Ausweis. Der interessiert... Obwohl, naja, vielleicht kriegt sie jetzt da selber irgendwas Neues. Hallo? Drehen. Nein. Drehen und in die Richtung laufen. Genau. Da kommt immer nur das Gleiche, ne? Ja. Okay. Also man kann jetzt immer die gleichen Sachen machen und die gleichen Sachen angucken, oder wie verstehe ich das jetzt hier? Nur mit anderen Effekten? Wow, das ist kein normales Wrack. Hoffentlich kriege ich deswegen keinen Ärger.
Aber sie kann sich jetzt mehr Bilder angucken, wenn ich das richtig sehe, ja. Ist hier kein Bild mit einem Geist drin oder so? Ah, ich glaube, das sind jetzt immer die gleichen, okay. Mal schauen, da jetzt schon eine Weile vergangen ist. Vielleicht sieht sie... Oh, da war gerade was. Duke an Alex. Duke an Julia. Okay. Vielleicht sieht sie ja etwas mehr. Vielleicht aber auch nicht. Moment, doch, da hinten ist doch irgendwas. Ah, ich kann ranzoomen. Okay. Jedenfalls ein Schiff. Mit irgendeinem Typen drauf. Hm. Hallo, red doch mal mit ihm. Okay, mit drei Typen drauf. Was wollen Sie? Ein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Das ist... komisch. Sei einfach still und sag nichts Dummes, okay? Nah ran, Leute, wir haben Taucher im Wasser. Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ja, wenn ihr zu dumm seid zum Fahren. Was meinst du, würden 10 Mäuse reichen? Mein Fehler, sagen wir 20. Oh Mist, meinst du doch eher 30? Krieg ich noch hin? Okay, Jungs, ihr könnt echt gut feilschen. Schon gut, hier. Nehmt einfach den ganzen Pott. Conrad hat was von einer Öffnung gesagt. Eine Luke, da kommen wir durch. Ha. Lass mich doch erstmal reagieren, wo die Taste ist. Gefährlich sein. Ladies first. Achso, ich muss die jetzt spielen. Ich will okay. Nur mal kurz anmerken. Heilige Scheiße, Alex, wir haben es geschafft. Ist doch unglaublich. Ein Traum wird wahr. Sehen wir uns doch lieber etwas um. Los, los, los. Julia, stopp! Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng, wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Sei nicht so ein Weichei.
Ich schaff das. Weichei? Im Ernst jetzt? Ich mag die eh nicht, wenn ich stirb, ist nicht so schlimm. Riskier mal was, Feigling. Ja, sowas war mir klar. Hallo, ich habe A gedrückt. Und ich habe W gedrückt. Wie schnell soll man das drücken? Hallo? Mist, sie hat's überlebt. Ich dachte, die sind wir los. Bau hier unten Scheiße und das war's. Eine Chance, kapiert? Ganz ruhig, mir geht's gut. No problemo. So, durchsuchtes Gebiet. 1, 2, 3, sauber. Okay. Das war eine Rettungsmission. Einschusslöcher. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Sieh mal. Im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Kann ich irgendwas machen, ne? Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Mein Gott! Ich denke, sie wussten um ihr Ende. Ja, wäre logisch, ne? Was war das? Sehen wir nach. Mich fast vollgepickelt. Und ich habe die ganze Zeit auf Quicktime-Events gewartet. Ich habe aber eigentlich gedacht, dass die Leiche jetzt irgendwie schießen will oder so. Flugzeugabsturz, echt kein schönes Ende. Langsam. Das Zeug liegt schon ewig hier unten. Ja. Julia! Mein Gott! Fass sonst einfach nichts mehr an, klar? Wir müssen hier raus, jetzt! Ja, dann schwimmt nach oben. Hi? Jetzt auch noch Haie? Komm,
komm her, du Hai! Das ist ein grauer Riffhai. Kein Interesse an uns. Komm schon. Warte. Oh, okay. Ich dachte, das ist der richtige Zeitpunkt, aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Wer kann sich da schon richtig sicher sein? Was willst du? Weißt du? Nee, oder? Oh. Unter Wasser sieht man schlecht, aber ich knie vor dir. Aha. Julia, willst du mich heiraten? Du verarschst mich, oder? Was? Ist hier irgendwo eine versteckte Kamera oder so? Kommt raus, Leute! Aufgeflogen! Julia, ernsthaft? Alex, wow. Das gibt ja eine Story. Mit Happy End? Ja, ja klar will ich dich heiraten. Sie stirbt doch sowieso, oder? Hoffe ich. Okay, starker Held. Wollen wir jetzt aus dieser nassen Todesfalle fliehen? Fliss, hier Julia. Wir kommen rauf. Over. Hey, wo kommt das andere Boot her? Warte. Julia, erst die Dekompression. Hey. Scheiße. Was zum Teufel? Wir müssen da rauf. Warte, die Dekompression. Sorry, tut mir leid, mein Bruder ist da oben. Julia, sei nicht blöd. Du musst ein paar Sekunden warten. Scheiße, ich geh hoch. Hey, JJ, keine Panik. Grill? Oh, gar nichts. Dein Bruder hat einfach meinen Grill in die Luft gejagt. Conrad, bist du bescheuert? Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Oh mein Gott, Leute, könnt ihr mal alle eine Sekunde still sein? Holy shit! Alter, Glückwunsch! Gut gemacht. Komm rauf und wir feiern. Ich will aber nicht feiern. Ich mag die nicht besonders. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Und dann ist da Captain Fliss. Stark? Direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme. Zumindest bisher. Sind sie das nicht alle? Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Und manche, die Sie bestimmt später bereuen.